Oh nein! Kack. Vertrau mir! Ja. Nein, nicht so! Nicht so! Hilfe. Nicht so! Das hält jetzt so, okay. Hallo ihr Lieben! Hallo! Geht schon los? Oh. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen bei DIY-Inspiration! Felix ist heute zu Gast. Warum? Warum? Ich weiß nicht. Du hast gesagt, du möchtest die Haare gefärbt bekommen. Ja. Überraschung! Felix ist also zum Haarefärben da. Claudio hat leider keine Zeit, um Claudios Beauty Salon zu öffnen. Vielleicht können wir ihn gleich mal unterwegs, also während die Haarfarbe... Beschäftigt. Der ist so beschäftigt, ja. Während die Haarfarbe einwirkt, besuchen, dann kann er das vielleicht bewerten. Wenn ihr keine andere Folge von Claudios Beauty Salon gesehen habt, schaut auf jeden Fall bei uns beim Kanal vorbei. Da findet ihr bestimmt noch die eine oder andere. Einfach mal alles angucken. Einfach mal alles Jedes angucken. Jedes Video gucken, irgendeins davon wird Claudios Beauty Salon sein. Ihr könnt es auch einfach in die Suche eingeben, dann findet ihr vielleicht alles. Vielleicht auch. Mal sehen. Sag okay. Bescheid. Hast du eine Präferenz, wie die Haare werden sollen? Oder darf ich mich einfach austoben? Ja, überrascht mich. Okay. Ein glücklicher Kunde, der einfach nur überrascht werden will. Einfach mal was Neues. Einfach mal was Neues. Okay, Leute, ich zeige euch erstmal, was wir alles da haben. Ich habe nämlich ein bisschen eingekauft und ein bisschen was vorbereitet. Und dann geht es ans Mischen und dann wird gefärbt. Okay. Läuft? Ja, läuft. Läuft! Los, oh mein Gott. Los! So, okay, wir haben auf jeden Fall Aufheller hier. Es wird heller von Syos. Ich guck gerade mal, ob auch alles dabei ist. Es ist auf jeden Fall die Aufhellercreme dabei. Mhm. Es ist die Haarmaske dabei, die ist für nachher. Dann ist der Conditioner dabei, der ist auch für nachher. Dann haben wir hier den Blond Booster. Es wird nämlich erstmal hell, ne? Felix hat ja relativ dunkle Haare, deswegen müssen wir da erstmal aufhellen. Ja. Und dann haben wir hier die Anwendungsflasche und da ist schon die Entwicklerlotion drin. Okay, das sieht gut aus. Hier oben ist die Anleitung, was zusammengekippt wird. Mhm. Als erstes muss ich die Handschuhe anziehen. Zieh sie an. Muss ich erstmal ausziehen. So, als erstes Handschuhe auspacken, fein säuberlich. Und ich lege mein Handy auch schon mal zur Seite und hier habe ich schon mal ein Haarfärbehandtuch mitgebracht. Mhm. Ihr seht, dass es ein Haarfärbehandtuch ist, weil es schon komplett rot-orange ist. Das kennen wir schon. Das war schon öfter hier. Ja, ich muss gleich auch noch ein anderes Oberteil anziehen. Hände sind geschützt. Was machen wir als nächstes? Anwendungsflasche brauchen wir. Und ich glaube, das wird hier erstmal reingedrückt. Genau. Nein, ich bin mir sicher. Das wird da reingedrückt. Okay. Dann kommt die Aufhellercreme dazu. Ist auf die Tube. Mein armes Gesicht. Schön lila. Mehr. Ist nicht mehr drin. Na gut. Dann brauchen wir noch das Pulver. Da brauche ich eine Schere. Ja, ist das Richtige. Was für eine Schere? Ich habe ein Pulver dabei. Fühlen sehen ja alle gleich aus. Das Gute ist, es ist nur in einer Pulver drin tatsächlich. Blond Booster Ultra Pull. Ultra Plus Pulver. Mhm. Okay. Und jetzt wird das geschüttelt. Handtuch ist drum. Frag mein Spider-Man-Shirt. Das ist gut. So. Hast du schon mal drauf gemacht? Ja, ein bisschen. Oh. Ich hatte ein bisschen an den Fingern. Ist das eine besonders blonde Stelle? Nein, wird es nicht. Okay. So, ich muss erst mal gucken. Was du überhaupt machst. Was ich überhaupt mache. Tragen das jetzt nämlich auf die Haare auf. Mhm. Und zwar überall. Besser wär's. Ich hör bei mir ja immer nur den Ansatz nach. Ich möchte gerne alles. Ja. Und nicht den Bart. Nee. Ich färbe nicht unseren Teppich mit. Oder meine Hose. Oder deine Hose. Das wäre auch schlecht. Ja. Also da müsst ihr wirklich, wenn ihr das mal zu Hause machen solltet, wirklich super vorsichtig sein. Nicht alles mitfärben, was ihr findet. Und auch ein bisschen Pinsel. Sehr angenehm. Kopfmassage mit Pinsel. Ja. Stinkt natürlich auch widerlich. Oh. Ja? Riechst du das gerne? Ich eigentlich gar nicht. Ich weiß. Sei froh. Doch, ich weiß, nee, das ist nicht unangenehm. Jedenfalls empfindlich. Ich bin empfindlich, ja, das kann durchaus sein. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber, da ist nämlich noch gar nichts. Oh nein! Oh, dann werde ich Cruella. Oh ja! Passend zu Halloween färben wir deine Haare auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Mhm, auf der anderen Seite gar nicht. Auf der anderen Seite gar nicht. Oh, jetzt riecht es ein bisschen stärker. Hui. Vielleicht war das andere Nasenloch auch zu. Das kann auch sein. Es wird auf jeden Fall schon mal warm, das ist ein gutes Zeichen. Ein sehr chemischer Duft. Ja. Es wird warm. Mhm. Ja. Das ist gut. Es passiert auf jeden Fall was. Es findet eine Reaktion statt. Wir haben ja schon einmal probiert. Da hattest du ja diese blaue Farbe einfach mal probiert. Ja, stimmt. Da hatten wir was über. Das haben wir einfach auf meine braunen Haare drauf gemacht, einwirken lassen. Und dann ist einfach alles direkt mit ausgewaschen worden. Also meine Haare haben überhaupt nichts angenommen. Es war einfach nur die blaue Tönung. Ja.
Aber das hier ist ja eine Blondierung. Richtig. Dass das grundsätzlich funktioniert, wissen wir auch, weil ich vor 2 Jahren schon mal blonde Haare hatte. Ich weiß noch, als du blonde Haare hattest, ja. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wenn ihr es tut, schreibt es gerne in die Kommentare. Da kann man sehr lustige Frisuren machen, auf jeden Fall. Ich sehe es nicht. Sei froh. Schon wieder. Du kannst es dir im Video angucken. Ich gehe nochmal auf die andere Seite rüber. Ja, ich dachte, du sagst, du gehst jetzt auf Toilette. Ich gehe jetzt auf Toilette und lass dich einfach hier sitzen. Die Kamera kann auf dich aufpassen. Okay. Oh, und es tropft. Oh nein. Und dein Ohr wird auch mitgefärbt. Oh. Das machen wir natürlich gleich alles weg. Wie viel ist noch über? Nicht viel, wir sind gleich schon durch. Ui. Wieso machen die das beim Friseur mit so Alufolie? Weil die Strähnchen machen. Ach so. Wir machen keine Strähnchen, wir färben alles. Okay. Wir hätten dir auch blonde Strähnchen machen können mit so einer Mütze. Mhm. Mit einer Mütze? Kennst du das? Wo man ach so, wo die so durchgesteckt wo werden. Wo die so durchgezogen ja. werden, das ist sehr lustig. Ja. Nächste Mal. Das nächste Mal. Du kannst Mal. Mir nochmal andersfarbige Strähnchen dann machen. Oh ja! So in die blonden Haare werden andersfarbige Strähnchen eingearbeitet. Cruella mal anders. Cruella mal anders. So. Nacken ist gut. Hm. Muss ja auch alles mitgefärbt werden. Mhm. Das wird schon. Ich sehe schon etwas. Kein Zurück. Kein Zurück. Das läuft hier. Wenn man es jetzt direkt auswäscht, wird das dann einfach nur hellbraun? Das wird hellbraun, ja. Hm. Also wir können das jederzeit abbrechen. Je länger ich es drin lasse, desto heller wird es. Ja. Was ist, wenn ich das nicht nach 45 Minuten auswasche? Ich glaube, irgendwann wird es nicht mehr heller. Würde ich, weil es sonst wahrscheinlich die Haare schädigt. Okay. Ich mache hier vorne nochmal ein bisschen. Mhm. Dann gucke ich auf der anderen Seite nochmal vorbei. Du musst aber gar nicht so mit diesem Pinsel die Haare teilen, ne? Nein. Und ich mache keine Ansatzbehandlung. Und ich habe nicht so lange Haare, dass das alles durcheinander ist. Nee. Hier ist auch überall was. Auch Ansatz ist gut. Wir haben es zur vollen Stunde reingemacht. Um 40 nach oder um 20 vor machen wir es raus. Und so soll ich jetzt rumlaufen? Nein, jetzt kannst du das Handtuch über dem Kopf einrollen. Über dem Kopf kennst einrollen? Kennst du das? Aber das, so hoch? Das geht dann doch ab. Nein, nein, das kannst du ruhig da drum machen. Ist das du kannst auch so einfach durch die Gegend laufen und alles voll stinken. Deswegen, da sind auch die Flecken her von dem, auf dem Handtuch. Du kannst das ruhig auf den Kopf machen. Vertrau mir. Na. Nein, nicht so. Nicht so! Hilfe. Nicht so! Eva, was tue ich denn? Du hast die Schultern. Aber ich habe das schon angefasst, oder nicht? Ja, ist nicht schlimm. Mit den Haaren? Nein, ist nicht schlimm. Erstmal wieder zurück. Okay. Und dann machen wir das hoch. Und verstecken mein Gesicht. Und verstecken Felix' Gesicht. Wir werden ihn nie wiedersehen. So. 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 Bis dann! Das hält jetzt so? Okay. Es sind jetzt fast 35 Minuten rum und es sieht schon sehr, sehr hell aus. René, was meinst du? Ich bin sehr gespannt. Ach so, ich soll gucken schon. Ja, es sieht hell aus. Ich dachte, ich bekomme jetzt hier direkt so Flitsch. Das komplette Ergebnis was? Gezeigt. Nee, das ist noch nicht ganz fertig. Ist noch nicht ganz fertig. Aber ich würde sagen, wir können schon mal wieder nach oben. Okay. Und mal so langsam auswaschen. Gut. Okay, los geht's. Wir sehen uns dann. Okay, Felix, es folgt der große Augenblick. Ja. Guckst du deine Haare an? Soll ich schon gucken? Ja, guck mal. Hm. Also wie sie erstmal... Ja. Das hat wohl funktioniert. Das hat funktioniert. Jetzt erstmal ausspülen. Ja. Handtuch erstmal auf den Boden einfach. Voll warm. Ja. Nur kalt, ne? Ja. Hier gibt es nur kaltes Wasser. Es tut mir leid. Also und? Hier wird erstmal gründlich das ist ausgespült. Blau. Das Wasser ist blau. Du in die Augen kriegst, ne? Okay. Als nächstes kommt die Haarmaske gleich. Kann ich dabei rein? In den Spiegel gucken? Ja, ja. Kannst du machen. Ich muss gleichmäßig rein. Oh Gott, aber das tropft alles. Ich weiß nicht, ob das klappt. Doch, das klappt schon. Hm. Hier wird's auch gut. Hm? Die Badezimmereinrichtung verteilt. Wir machen das natürlich nachher alles wieder sauber. Ich sehe nicht so viel. Ist in Ordnung, ist nicht so schlimm. So, und auch die Haarmaske wird jetzt einfach ausgespült. Der lila. Der lila. Es wird viel ausgespült heute. Mhm. Der Experte ist zu uns zurückgekehrt. Also ich muss eins sagen, Felix, ich liebe generell Felix' Haare. Die sind richtig schön, die haben eine richtig schöne Struktur, die sind richtig schön weich. Seine Haare sehen auch immer gut aus, aber blond steht dir hervorragend. Das muss ich echt sagen. Echt ein Kompliment. Also es gibt, glaube ich, niemanden, an dem ich blond noch besser gesehen habe als an Felix. Dankeschön. Und dann bist du dran? Ich muss auch bald dran sein, das stimmt schon. Hm. Und vor allem finde ich die langen Haare tatsächlich bei Felix richtig schön. Ja, ich auch. Ich auch. Aber die sind noch nicht trocken. Nee, ist aber echt du wirst noch nicht, wie das wird sich vielleicht noch ändern. Ja, ist echt gut. So, alle Pflege- und Färbestufen sind durchgeführt. Wir haben leider kein weiteres Handtuch. Nein, wir sind perfekt vorbereitet. Ja, naja.
Aber es wird jetzt auf jeden Fall geföhnt und dann seht ihr, wie es fertig geworden ist. Und dann wird entschieden, ob noch eine Farbe reinkommt. Hm. Oder ob es erstmal blond bleibt. Mal sehen. So, Felix hat sich schon wieder gemütlich gemacht. Ja. Und komplett neuer Look, ne? Ja, wow. Das ist eine Veränderung. Das ist eine Veränderung. Und zufrieden erstmal? Ja, grundsätzlich schon. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal noch dran gewöhnen. Mhm. Es ist ja wirklich von hier nach da. Ja. Das ist schon was ganz anderes. Also, das ist sehr cool. Ja. Also ich finde, es ist mega, mega cool geworden. Dankeschön. Und wir hatten gerade auch so, ist hinten überhaupt auch alles? Ich habe noch nicht von hinten gesehen. Du hast es noch nicht von hinten gesehen. Also nicht, dass du da irgendein Muster drin hast oder so. Nein, kein Loch reingefärbt, okay. Nichts reingefärbt, alles vollkommen in Ordnung. Alles, wie es sein soll. Ja, alles sehr cool geworden. Und wenn ihr Farbvorschläge habt, wie es vielleicht weitergehen könnte bei Felix die nächsten Wochen, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Genau, ich wollte es erstmal noch ein bisschen blond lassen, weil es so schon eine krasse Veränderung ist. Aber gegen ein bisschen Farbe hätte ich, glaube ich, auch was zu wenden. Na, vielleicht wird es bei mir auch mal wieder pink. Mal gucken. Mhm. Also wenn ihr Felix in pink sehen möchtet, ich habe noch ein bisschen pinke Farbe Moment, da. Pink? Nein. Kein Pink. Okay. Kein krasses Pink. Es wird kein krasses Pink, so wie bei mir. Einhornhaare. Wenn es euch gefallen und Spaß gemacht hat, gerne kommentieren, abonnieren, Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.